Lotto Hessen hatte die Gelegenheit, 18.000 Masken FFP2, also den höchsten Sicherheitsstandard, eben mal zu besorgen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise mit Eintracht Frankfurt zusammen diese Masken an diejenigen zu geben, die sie brauchen, das ist eine großartige Geschichte. Nicht nur, weil sie die Masken brauchen, sondern weil ich auch glaube, dass wenn Eintracht Frankfurt mit Lotto Hessen zusammen diese Masken eben halt übergibt, dann ist da auch eine emotionale, positive Aufladung für die Menschen, die in dieser heutigen Zeit gebraucht wird. Wir glauben, dass die Kampagne als solches was Großartiges ist, weil wir natürlich in schwierigen Zeiten leben. Und auch in schwierigen Zeiten ist es eben halt schön, wenn man mal lächeln kann. Und da ist natürlich ein emotionaler, positiv belegter Wert wie Eintracht Frankfurt natürlich großartig. Die Kampagne ist ja einst mal ins Leben gerufen worden, als wir in Not waren. Da hat man schon gesehen, was für Auswirkungen das haben kann. Von daher, jetzt sind wir an der Reihe, jetzt versuchen wir die ganzen Leute, die ganzen Firmen zu unterstützen, die vielleicht einen Mangel haben. Jede Aktion, die Organisationen unterstützt, die Bedarf haben an Masken, gerade zu der Zeit, ist enorm wichtig. Von daher sind wir Lotto Hessen sehr dankbar dafür, dass sie uns so viele Masken spenden und die wir dann weiterverteilen können. Ja, wir haben ja immer gesagt, dass es bei der Aufjetzt-Kampagne um Worte und Taten und Spenden geht. Und bei Spenden nicht immer nur um Geld, sondern auch um Sachspenden. Was wir heute erleben, dass uns 18.000 Masken zur Verfügung gestellt werden für die 5 Organisationen, die wir unterstützen, von Lotto Hessen, ist eine großartige Initiative. Und es ist auch vor allen Dingen eine Initiative, die von Dr. Sundermann persönlich an uns herangetragen worden ist. Also gar nicht, dass wir abgefragt haben, was kann jetzt Gutes getan werden, sondern sehr proaktiv auf uns zugegangen worden ist. Und das muss man erstmal hervorheben. Das ist in diesen Zeiten total wertvoll. Ja, das ist ein überwältigendes Signal von Lotto Hessen und ich möchte mich an der Stelle recht herzlich bedanken. Auf der einen Seite bei Lotto Hessen, die uns ja das Deutsche Rote Kreuz in vielerlei Hinsicht schon über Jahrzehnte unterstützt, aber auch bei Eintracht Frankfurt natürlich, die das Ganze möglich gemacht haben, die das eingefädelt haben. Und jetzt haben wir die Masken hier bei uns vor Ort und wir werden sie sinnvoll einsetzen und sie wird Menschenleben retten. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und die Beschaffungskosten sind enorm. Und von daher hilft diese Spende unfassbar viel, dass wir auch die Verfügbarkeit haben, hier im Rettungsdienst schnell reagieren zu können. Ja, die Schutzmasken haben tatsächlich für uns alle eine ganz besondere Bedeutung. Die Patientinnen und Patienten, die von dem Virus infiziert sind, aber auch andere, können nur dann ordentlich versorgt werden, wenn wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen können. Dazu gehören Handschuhe, Schutzkittel, aber eben auch Schutzmasken, Schutzbrillen. Und gleichermaßen schützt das natürlich auch die Patienten vor Ansteckungen über unser Personal. Ja, das heißt, wir brauchen es für unsere Patienten und für unsere Mitarbeiter. Und nur wenn wir beides haben, können wir arbeiten und leben. Ja, also ist für uns ein Lebenselixier. Ja. Also das Universitätsklinikum jetzt in Zeiten von Corona hat mit dem von vorher eigentlich nur noch den Namen gemeinsam. Wir haben ähnlich wie auch in anderen Bereichen das üblich war, übrigens auch bei Ihnen, wenn man sich das Training der Eintracht anguckt, unsere Liegenschaft auseinandergezogen. Wir haben komplett getrennte Funktionsbereiche geschaffen, wo wir Patienten mit der Viruserkrankung und andere behandeln. Wir haben unsere Teams trennen müssen in solche, die in den virusbefallenen Behandlungsbereichen sind und in anderen Behandlungsbereichen. Also hier funktioniert nichts mehr so, wie es vor 2 oder 3 Monaten noch war. Viele der Mitarbeiter, auch meiner Mitarbeiter, wir sind seit 2 Monaten hier tagtäglich anwesend, versorgen unsere Patienten. Und wenn dann Zeichen von außen kommen und Hilfe kommen, das ist so ein bisschen wie Balsam auf eine kaputte Haut, die heilt wieder und man freut sich, dass man wahrgenommen wird. Man ist ja sonst relativ isoliert. Ich finde, dass diese Aktion sehr hilfsbereit und auch für den, dass sie einfach diese Masken dann den Menschen zugutekommen, die den auch dann zu gebrauchen werden. Und dann ist es eine sehr, sehr gute Sache in dieser Phase.
und dass wir auch vor Ort auf die Menschen zugehen. Das sind die natürlich nicht gewohnt. Aber man hat, wenn man erkannt wird oder man kennt jemand anders oder durch irgendeinen Umstand, haben die dann sofort gesagt, ja, oh Mensch, Eintracht Frankfurt, toll, klasse, super. Aber das war auch für den Verein ein hartes Stück Arbeit, so viele Schritte in die positive Richtung zu setzen. Die Situation ist für unsere Mitarbeitenden und natürlich auch die vielen Patienten nicht einfach im Moment. Und während dieser Zeit dann zu merken, dass die Gesellschaft, dass die Eintracht, dass Lotto Hessen, dass Menschen außerhalb auf sie achtet und sich darum kümmert, dass es ihnen bald wieder besser geht und dass sie Unterstützung finden, das ist ein ganz, ganz wichtiges soziales Zeichen. Deshalb sagen wir ein ganz besonderes Dankeschön. Ja, extreme Dankbarkeit, Freude, 40.000 Mitarbeiter, die brauchen natürlich ein bisschen Schutz und das bekommen sie mit den Masken und da ist alles top, sind auch top Masken. Hoffentlich bleiben alle gesund, werden auch die, was ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen, die Menschen, top verpflegt und das ist schon wichtig. Und ich hoffe, dass es auch nach der Krise so weitergeht mit Spenden und Dankbarkeit für eben solch betroffene Menschen. Ich bin begeistert. Das kann nur so sein. Wir sind wirklich dankbar, dass Lotto Hessen uns unterstützt. Gerade um auch die Mitarbeiter der Tafel zu schützen, natürlich auch die Mitarbeiterinnen, sind ja viele weibliche Personen, die uns helfen. Und wir sind sehr, sehr dankbar, wenn wir dann vielleicht auch davon noch den Tafelkunden, die vielleicht auch eine Behinderung haben und trotzdem zu uns kommen. Und gerade dieser Personenkreis soll geschützt sein. Und das ist natürlich auch ein Anliegen von uns. Ich glaube, wenn man eben am Anfang gesehen hat, wenn man sich jetzt wieder sieht nach einer kurzen Zeit, die Begrüßung, die ist herzlich und ich glaube, man profitiert voneinander und das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen helfen. Und da sind wir hier genau an der richtigen Stelle. Ich finde auch, dass es so ein bisschen ausstrahlen nach außen, dass wir einfach da sagen, okay, in der Krise steht man einfach noch mal ein bisschen enger zusammen und bringt auch diese Einrichtung so ein bisschen an die Öffentlichkeit oder mehr an die Öffentlichkeit wie vorher, dass da, wie gesagt, nachhaltig vielleicht auch nach der Krise noch mehr passiert. Wir freuen uns natürlich immer noch, dass es so eine große Bekanntheit bekommt und dass natürlich auch speziell Masken, was in unserer Zeit ganz wichtig ist, dass wir damit einfach versorgt werden und uns da nicht so selber drum kümmern müssen und damit können wir auch die Hygiene einhalten. Also es ist wirklich eine ganz tolle Sache und da bedanken wir uns ganz herzlich bei Lotto Hessen, natürlich bei der Eintracht für diese besondere Spende. Ja, wirklich Wahnsinn. Ist ja nicht nur die Essensauslieferung, wie ich jetzt auch mitbekommen habe. Die machen auch Hausaufgaben mit denen, Homeschooling, damit die Kinder wirklich auch drinbleiben in der Spur und weiter in Schule machen. Und wie gesagt, das freut mich wirklich, weil so bleiben die Kinder im Leben drin und machen sich nichts kaputt und ist wirklich schön. Die beiden Tage, die ich jetzt miterleben durfte mit der Eintracht zusammen, eben mal dort zu helfen, wo geholfen werden muss, zeigen mir eins, Rhein-Main-Gebiet ist schon was Besonderes. Der Zusammenhalt hier ist auch zwischen den Menschen eben halt etwas Besonderes. Und auch das Lebensgefühl. Und insofern sage ich mal, wir können alle froh sein, dass wir mit dieser Gemeinsamkeit und mit diesem Gemeinschaftsverständnis hier im Rhein-Main-Gebiet eben mal bewältigen. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, damit werden wir es auch schaffen, Corona zu überstehen und auch die Zeit nach Corona wieder hinzukriegen. Insofern ganz, ganz tolle Aktion. Und ich kann wirklich nur sagen, auf jetzt in Eintracht. Auf jetzt in Eintracht. Das Universitätsklinikum wird immer an Ihrer Seite stehen. Auf jetzt in Eintracht. 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 Auf jetzt in Eintracht.